Das ist äußerst interessant. James, what is happening? Sarah? Oh, fuck. Lass mich raten, die Wände sind zu dick für ein Telefonat. Dann bin ich erstmal auf mich allein gestellt. So green at a private dungeon. And perhaps it holds a stamp collection. Na klar, Briefmarkensammlung, was sonst? This much gel could blow up the Senate. Ja. Hat er selber Leute aufbewahrt oder so? Also Körper? Für sich? Oder so ähnlich? Another victim. Just more questions. Mhm. Brian Theodore Coven. What are you doing here? If it wasn't for his donations, orphanages in the city would disappear. Ja. Was haben wir noch? Formal dress. A meeting? With the murderer? With Green? Let's check where you came from, Coven. Mm-hmm. Ja, nun. Auf geht's, beziehungsweise ab geht's. Oh shit. What? Ist da jetzt Kacke? Ja, mach auf. Ja, gut was weggekriegt, Uhr. James, I thought you had joined the noble ranks of the dead. How do you... Who... Where are you? Why don't we start with where you are? Okay, ich versuch's. Ich bin auf jeden Fall ziemlich weit unten und ich komme nicht mehr so leicht hoch. Der Fahrstuhl im Arsch ist. So weit kann ich das schon mal sagen. What is this place? Ja. What happened here? Well, I have bad news. You're late for the party. Oh. Ist ein sehr privater Partyraum. In den richtigen Ort, um die Ermittlung zu beginnen. Ja, das ist da. Ich würde mich trotzdem erstmal kurz umschauen. Nur mal so spontan. This reminds me of something. I saw one just like it in the safe. Only degenerates can afford to endure prohibition with dignity. Ja. Und ich kann ihn nur weglegen. Naja, gut. Ausnahmsweise. Senator? Here? Everyone pays for success. Few can really afford it. Patricia Terrence. Na natürlich. Die Politik ist immer schön mitbeteiligt, wie sich das gehört. Hätte ich fast gesagt. Auf jeden Fall eine sehr private Party. Masks can be symbolic. Maybe members have to earn them. Mhm. Another crime scene, another bar. Clearly, booze is as deadly as they say. Ja. Überspitzt, aber irgendwo ein bisschen richtig.
ist dies? How to quell the masses. Oh, nice. They even think about us after hours. Well, their plans will have to wait. Mhm. Wie unterdrückt man die Massen? Strategie. Drei wichtige Säulen. Patricia, eine regierungskritische Senatorin, die das Vertrauen der Massen gewinnt und ihre Aufmerksamkeit von dem Gesetz ablenkt. Wozu? Chris, der Gouverneur, der die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen ankündigt. Terrorismus. Okay. Kaidis. Oder Kaidis. Wie auch immer. Ablenkungsmotive. Mit Assistenz reden. Alle drei morgen informieren. Oh shit. Oh shit. She knew what was going on. And she took part anyway. Mhm. Fragen an den Zorn denken. Frag nach dem Geld. Was passiert damit, wenn weitere Gebühren fällig sind? Er wird antworten, dass er das Sozialwesen einbinden wird, um die zu unterstützen, die es sich nicht leisten können. Dann sollte er eigentlich schweigen. Wie absurd. Interesting. This notebook is worth a fortune. Then why did you leave him? Gute Frage. Fragen, die du nicht stellen darfst. Was ist mit der Körperinflation und wo sind sie? Niemals an Green. Oh, okay. Außer er hat ein Testament. Welche Beziehung hat der Präsident zu seiner Tochter? Ein Skandal pro Hülle. Obwohl es in dieser Hülle bereits ein offenes Geheimnis war, dass er am Stockholm-Syndrom leidet. Schwer zu sagen, ob da noch etwas Interessantes rauszuholen ist. Conspiracy theories are born. Neues Projekt. Wir formen eine Geheimgesellschaft. Vorbereitung. Leute, die teilnehmen könnten. Ich brauche Forderungen. Aha, ich brauche eine Verschwörungstheorie zu Technologien. Vielleicht von Außerirdischen? Green wird das vermutlich ablehnen. Wie kann man das den Menschen verkaufen? Boah, das ist so mies geplant. Einfach nur hart geplant. Und viel tiefgreifender als nur Körper verkaufen. Und zwar teuer. Aha. Das hier ist interessant. Weil da fehlt irgendwie so ein bisschen ein Bild. Oh, was ist hier passiert? Cold-blooded murder. We'll see. Does it look like something else? It looks like a piece of the puzzle. One that'll fit when it's time. Das ist richtig. Den hat's aber auch gut zerlegt. Okay, dann haben wir nur noch den Start der Ermittlung. Also hier liegt noch irgendwas. Noch so eine Maske. What's with these masks? Some subtle differences, but not enough to tell who's who or what. Ja. Steht nichts drin. Die Rückseite ist erschreckend anders geformt. Viel breiter. Okay, warum auch immer. Kann auch ein optischer Effekt sein. Adam Cadis. Why am I not surprised to see you? Debauchery is your specialty. Mhm.
gerade sagen, mächtig tot. Ah, da fehlt auch die Lampe, okay. Von einem dieser schönen Kronleuchter einfach zerballert. Blagojevich, journalistic scum. Aha. Journalisten. Okay, sein Zeug. Was ist da unterm Tisch? Was ist das? Das sieht so nach Bombe aus, um ehrlich zu sein. Why were you keeping this company? I'm asking the questions this time. Sorry, it's too late. Mhm. Viele wichtige Persönlichkeiten. Oh. Aber sie lächelt noch. Sie kann noch lächeln. Immerhin. Hier auch noch ein Schildchen? Nee. Okay. Hier haben wir noch was? What did you do to deserve your mask? Or maybe you actually wore it every day. Mhm. Ja, typisches Geheimbund-Ding. Die tut mir ja leid. Konnte ich mich eigentlich hinhocken? Nee. Okay. Ach ja, hier kann ich mein Gedöns. Na klar. Ah, das brauche ich ja eigentlich nie. Tja, junge Dame. Pech für dich. Auch wenn du hier... Naja, sieht schon aus, als wenn sie dich... Wenn man mal das Blut wegnimmt, wenn du einfach nur schlafen gelegt hat. Hat die da irgendwas in der Hand? Ah ne, ist ein Stück Glas oder so, was sie in die Seite gekriegt hat. Oh, okay. Na gut, wir fangen ja mal an. Crushed by a chandelier. Fancy way to go. Perfect for the upper class. Mhm. The governor. Sans pants. Prestigious guest list. Chris Everson. Even my idiot neighbor has a bumper sticker. Wonder what he thinks about him in the law now. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass er tatsächlich keine Hosen anhat. Okay, das ist wild. Gut. Nächste Person. He was standing under it. I'll pick him up and find out who it is. Ja. Und sie natürlich. She used to be a sports writer. We had some interesting interviews and my team was winning. Then she got into politics and became editor of the whole paper. Anna Turner, you had your last deadline. Yeah. Maybe I can lift the chandelier. Mal schauen. Ist das hier? Achso, die Maske. So. Na dann. The fire upstairs must have damaged the wires. Okay. Why did he fall? And where's the killer? Uh-huh. Haben wir hier? Chris Everson. He'd sell his own mother for votes. There was a scandal that he used his mother's illness in the campaign. Ah, ja. Uh-huh. Mehr offenbart sich hier jetzt aber nicht, okay. Zumindest fürs Erste. Was ist das? Das ist das andere Schild, ne? Yo, das hatten wir. Okay. Okay. Was ist mit dem Kronleuchter passiert? Shot. It's a closer look. Schießpulver. Das wurde abgeschossen. Okay. The Emperor screens.
that god. There's no movie studio that doesn't kiss his ring. Or maybe a little lower. He influences more people than you think. What is this? Everybody lies? They learn to live a lie. Ich sehe davon nicht viel. Okay, er hat auf jeden Fall die Knarre. Okay, what happened here? Where's the damn killer? How did they die? Losing your nerve. Never mind. He was standing here before the chandelier fell on his head. Mm-hmm. Und schoss irgendwo hin. Auf jemanden. In die Richtung. Zur Bar oder zum Klavier? Das sieht eher nach Klavier aus, oder? Ich mag das immer noch. So. Er schoss neben das Klavier. Da ungefähr, wo ich gerade hinzeige. Auch relativ niedrig. Okay. Fancy party. Fucking lack of culture. Das ist eine ziemlich coole Knarre. 8mm. Were you sitting here with a loaded gun? Think twice before inviting a paranoia case. Ja. Die Knarre ist wirklich cool. Hat was. Shootout started. You probably didn't consider that. Mm-hmm. Und der ist schon tot. Ohne Hose. Und sie auch. Ja gut. Das habe ich noch nicht rekonstruiert. Daran wird es wahrscheinlich liegen. Okay. Schön langsam. Shoot that fucking thing down on your own head. Are you sure? He shot the killer. Was that? How are you feeling? Better every minute. Okay. Gehen wir zurück. Da war's. Also wirklich zum Klavier. Thank you.
Röntgenmodus. He aimed toward the piano. Also gehen wir hin. Weird. The trail ends here. Lots of glass under your feet and nothing around. The killer had plenty of time to cover all traces. Okay. Okay, 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 okay. Ah, nee, da. Ah. Like you got hit by a truck. Eingedrückte Rippen. Interne Organe beschädigt. Okay, das klingt aber jetzt nicht nach cool. Glass. Any complaints? Fuck no. Glass, you, blood. Every piece brings me closer to you. Wie ist er gestorben? Hate. So that was his spot. Government critic sitting with a propagandist. Yeah, burn it all down. Okay. Government critic sitting with a propagandist. Yeah, burn it all down. Musst du nicht wiederholen. Herr Blagojevich. Oder so ähnlich. Wir haben uns im Konzil beraten und freuen uns, Ihrem Wunsch nachzukommen und Sie in den Club einladen zu können. Datum und Uhrzeit werden Ihnen diskret per Kurier mitgeteilt. Sollten Sie in einer anderen Höhle kommen, bringen Sie bitte eine Einladung mit. Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns begrüßen zu dürfen. Sollten Sie in einer anderen Höhle kommen? Haben die mehrere Auswahlhüllen oder sowas in der Art? Boah, das wäre so mies. Shoeprint. Maybe he ran? Where was the killer? Das ist durchaus möglich. Doing. Ja, aber er ist halt über diesen Tisch gesprungen. Sehr, sehr eindeutig. Da ist dann schon vorbei. Did you run away? Why in this direction? Doesn't make sense. Yo. Okay. Er hat noch eine Flasche in der Hand. Zumindest den Rest davon. Looks too rich for my blood. Oh, warte. Dann machen wir mal so. A broken bottle? Did you chase the guy with it? I can respect that. Where were you sitting? Maybe the glass shards will show me. Vielleicht. Champagner. Die stärkste unseres
Ja, die Stärke unseres Getränks liegt in unserer Liebe dafür. Wir konzentrieren uns auf das Erbe unserer Familie und sind bestrebt, die besten Erlebnisse und Erinnerungen aus dieser Zeit zu bieten. Mit der Wahl unseres Champagners können Sie sicher sein, dass Sie in guten Händen sind und Ihr Abend einzigartig wird. Oh. Okay. Mal, wo ist die Bubble? Die ist hier. Ist das der Rest? Das ist der Rest der Flasche. Bingo. So you were sitting here. Okay. Alkohol. Chemische Analyse. Na klar. Alkoholgehalt 9%. Ne, ist ein Champagner. Even though bullets were flying everywhere, what made you do that? Ich kann meine Taschenlampe nicht mehr anmachen. Das ist doch kacke hier. Man sieht halt so wenig. Okay, so beginnt das Ganze. Bam. Ja. Er checkt es. Versucht trotzdem noch was zu trinken. Bitte was? Geht in Deckung. Schaut nach. They say time heals all wounds.